müssen wir auf diesem Kanal echt noch ändern. Unser Einzelhandelskaufmann muss wissen, wie der Handel in Warframe funktioniert. Da muss Preis und Nachfrage am Start sein hier. Stallos. Apropos, wollte ich sowieso mal die Frage in die Runde stellen, also gerade in die Community, zockt ihr auch Warframe? Ich meine, es ist ja Free-to-Play, also von dem her muss man ja kein Geld dafür ausgeben. Und an sich ist es ein geiles Game. Wie sieht's da aus? Spielt ihr das? Habt ihr Spaß dran? Wenn nein, warum versucht ihr es nicht mal? Kann ja auch gute Gründe geben, wie, keine Ahnung, ich habe keine Zeit oder sonst irgendwas. Nee. Kann ja alles sein. Ja doch, das kann sein. Da würde ich jetzt an deiner Stelle nicht lachen. Stall aus. Es kommt einfach nichts gerade. Haben wir wieder kein Glück, oder wie? Ja, wir nehmen auf. Sein. Ah ja, bloß weil wir da aufnehmen, ist ja wunderbar. Also ich habe ja die Plätze, wo man sie farmen kann, also zumindest das, was wir bis jetzt wissen, habe ich ja genannt. Und ich denke, in die Beschreibung werde ich es dann auch nochmal reinschreiben. Ich habe es ja hier auf meinen kleinen Zettel geschrieben, damit ich das auch weiß, denn wir werden jetzt die nächsten Tage kräftig farmen und versuchen, platt damit zu machen, weil platt kann man immer gebrauchen. Ja. Man weiß ja nie, was, wenn jetzt mal ein neuer Warframe rauskommt, man hat keinen Bock, den zu farmen, weil der zum Beispiel scheiße zu farmen ist wie Mesa, dann ist es immer gut, ein bisschen Platt in der Hinterhand zu haben, dass man sich den einfach mal so kaufen kann. Das spricht doch aus Erfahrung, scheiße. Oh ja, ich hab das schon oft miterlebt. Oh ja, du spielst es auch ein bisschen länger als ich. Schon über ein Jahr eigentlich insgesamt. Ja, ich spiele es ein Jahr. Eigentlich auch, also ja, eigentlich fast so lang wie du. Also ich gucke jetzt gerade mal, ich müsste jetzt eigentlich mein Profil anzeigen, da müsste es ja eigentlich stehen. Also jetzt hier schon hier goldener Adler hier, Rang 18, der höchste Masterrang, der bis jetzt gerade geht. Und dann schauen wir mal, Gesamtspielzeit 886 Stunden. Das waren doch mal mehr, oder? Waren das nicht über 1000? Ja. Auf Steam hat es... Ja gut. Man muss dazu sagen, ich habe Warframe über Steam angefangen zu spielen und habe es dann so mittendrin abgekoppelt. Das heißt, ich spiele es jetzt nicht mehr über Steam. Deswegen stimmt diese Zahl wahrscheinlich nicht mehr so ganz überein. Also ich denke mal, man kann sagen, dass ich schon über 1000 Spielstunden auf diesem Spiel habe. Mehr, du hast definitiv mehr. Ja, definitiv mehr, aber über 1000 ist auf jeden Fall sicher. Du dürftest 2000 haben. Du spielst jeden Tag, Mann. Deswegen. Ja. Also, wo das war ich noch, als ich mit Warframe angefangen habe. Ich hab gefragt, ob die Community spielt, weil das wollte ich noch unbedingt. Wollte ich noch irgendwas wissen? Da liegt. Ja, ich auch gleich. Oder auch nicht. Gut. Ich hau einfach mit meiner Ulti hier rein, ey. Obwohl die auf maximale Fähigkeitsstärke ist, kill ich jetzt teilweise einfach nichts mehr. Ich denke, ab 30 lassen wir es jetzt einfach mal gut sein, ob jetzt ein Teil kommt oder nicht. Ihr wisst, dass hier auf jeden Fall was gedroppt wäre, wenn was droppen würde. Und ich denke, dann könnten wir eigentlich weiter zur T1-Sabotage. Da können wir sowieso kurz durchspeeden, damit wir noch ein paar Sachen, wo es halt gedroppt wird, ein bisschen zeigen können. Auch wenn die Teile an sich nicht wirklich droppen. Ja. Ja. Geil. Dann möchte ich hier auch nochmal, ist vielleicht ein bisschen schlecht, aber trotzdem mal anmerken, dass ich für Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde 1 oder 2, eigentlich relativ egal, solange das Battle mit den anderen Leuten, also Black Mask und dem Dylan LP, noch nicht weiterläuft, weil da noch nichts geplant ist, wollte ich mal so in den Raum schmeißen, hat einer von euch Lust, vielleicht gegen mich zu battlen? Warum auch nicht? Kann ja mal sein. Wenn ihr da Bock habt, dann könnt ihr das in die Kommentare schreiben oder uns eine persönliche Nachricht können wir auch schreiben. Das kriegen wir ja auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, was sich einrichten lässt. Denn gerade das Battle letztens hat mich da sehr angespornt, einfach weitere Battles zu machen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ihr Aufnahmeplan ist. Deswegen warte ich da eigentlich noch auf Rückmeldungen. Und deswegen wollte ich jetzt einfach mal so fragen. Wer Spaß an der Serie hat, kann sich ja gerne mal gegen mich battlen. Oh ja. Beziehungsweise, hier, der Excalibur hat auch schon Erfahrungen, ne? Auf meinem alten Kanal habe ich noch... Da hab ich noch ein Gameplay, wo wir uns gebattelt haben. Und da habe ich gewonnen. Allerdings...
denke ich, es wäre ein ausgeglichenes Match gewesen, wenn du dich aus deiner Basis rausbewegt hättest, was du komischerweise nicht getan hast. Das hat mich ja noch gewundert eigentlich. Ja. Das war mir so ein bisschen suspekt eigentlich. Ich habe die ganze Zeit gedacht, um die nächste Ecke, da steht seine ganze Armee, aber irgendwie habe ich die nie gesehen und irgendwann war ich dann halt mal vor seiner Festung und da dachte ich mir so, oh, okay, da sind sie ja alle. Lustig, nicht schlecht. Nee, lustig, Alter. So, kommt jetzt irgendwie nichts, aber jetzt gehen wir halt. Trotzdem zeigen wir euch jetzt erstmal eine T1-Sabotage. Ich mache jetzt hier mal kurz einen Schnitt, denn ich möchte eigentlich die Ladezeiten vermeiden. Und wir sehen uns dann gleich wieder in der T1-Sabotage. Bis dann. So, da sind wir wieder, diesmal in einer T1-Sabotage. Und was müssen wir jetzt nochmal in der Sabotage machen? Einmal das Ding hier. Torbruch-Event, Junge. Oh, gleich so heftig. Ich bitte euch, diese verdammten Vinyllager zu finden. Vielleicht kriegt man da weitere T-Sabotagen heraus. Das kann natürlich unter Umständen schwierig sein. Es wird so oder so schwierig sein. Die Dinger zu finden ist richtig extrem derbe mies. Aber ich werde jetzt einfach mal trotzdem mein Bestes tun. Mal gucken, ob ich hier irgendwas finde. Also hier geht es schon mal nicht weiter. Das heißt, hier kann schon mal nichts versteckt sein. Also geht es wahrscheinlich den Aufzug hoch. Dann komme ich da doch gleich mal mit. Jo. Yay. Jetzt warten wir aber noch auf den Rest, sonst wird es nämlich nichts. Ja. Gut, wir sind jetzt auch schon über einen Part hinaus. Habe ich vorher gesehen, als ich nachgeguckt habe. Ist der Max da auch da? Kommt, oder? Kommt. Wunderbar. Ja, ich bin auch da. Jetzt. Wunderbar, dann fahren wir mal Aufzug. Yay. Ich konnte auch schon, da die Soma Level 8 ist, schon Einkerbung und auch geteilte Kammer drauf machen, denn die Soma hat 2 V-Polarisationen, genauso wie die Vastu Prime. Da habe ich auch schon Schaden und Multischuss reinbringen können. Das finde ich eigentlich demonstrativ geil. Das geht bei nicht bei allen Waffen so schnell. Wobei die Soma, ja gut, die fickt jetzt eigentlich schon ziemlich schön, obwohl das gerade mal T1 ist. Klein. Ich gucke jetzt gerade nochmal da drüben. Auch klein. Da geht's weiter. Jetzt muss ich nur gucken. Ist da. Da geht's weiter, da geht's auch weiter. Oh mein Gott, da geht's überall weiter. Und da könnten überall Grenierlager sein. Ich gehe jetzt einfach mal gucken, ne? Ich denke, hier dürften die ein bisschen einfacher zu finden sein. Oh, ich habe die Extraktion gefunden. Lol. Interessant. Adi, ich gehe über die rechte Seite. Aha. Links ist nix. Hier kann man in jedem Raum weiter. Mhm. Denn das letzte Mal, als man Grenierlager finden musste, dann waren wir in einer Wracks-Sabotage, meine ich. Jawohl. Und ja, ich denke, wenn wir jetzt hier im Void. Ich komme da nicht hoch, hey, das gibt's doch nicht. Wenn wir jetzt hier im Void sind, also geht es vielleicht ein bisschen einfacher. Dieses Tor gefunden. Ah, jetzt bin ich hochgekommen, wunderbar. Und hier oben ist wie erwartet gar nichts. Wie schön. Groß sind eigentlich diese Lager? Die sehen aus wie ganz normale Grenierschränke in den Teilsets. Nur dass die halt nicht grün oder rot sind, die sind halt meistens weiß. Also leuchten weiß in dem Fall. Ich gucke jetzt hier auch nochmal. Ich hab hier welche, juhu. Wunderbar, dann machst du gleich mal auf. Du musst da erstmal hinkommen. Okay, hier ist auch kein Lager. Da ist schon der nächste, guckt jetzt genau danach, wo ich nachgucken wollte. Ja. Und da war eine Credits-Kiste drin, na super. Credits. Manu. Yay! Der Einzige, der sich da freut. Der Einzige, der sich noch überhaupt noch über Credits freut. Wir bringen die auch was. Gucken wir mal, ob wir hier noch was haben. Das könnte jetzt unter Umständen etwas ausarten, diese Sucherei hier. Hier oben ist... Doch, hier war die eine Credit-Kiste, die wir schon quasi schon gefunden haben, mehr oder weniger. Beziehungsweise, wer hat sie überhaupt gefunden? Ich, Orakel. Wunderbar. Hier ist nichts. So, hier ist nichts mehr. Das ist quasi offen und da ist zu. Da geht's nicht weiter. Das heißt, dann suchen wir jetzt einfach mal weiter. Beziehungsweise wir suchen jetzt weiter in Richtung Missionsziel.
Die rechte Seite von diesem Raum habt ihr schon durch, oder? Ja, komplett. Ja. Haben wir schon. Okay. Wir sind nicht nachlässig bei sowas. Wir wollen unbedingt alles haben. Hat jemand schon... Nee, doch, nee, stimmt ja gar nicht. Da gibt's ja nichts zu holen. Ja, okay, dann gehen wir hier weiter. Hier geht's... Hast du Flackern? Ich hab gar kein Flackern, wieso? Nein, ich hab kein Flackern. Nein, ich hab kein Flackern. Selbst wenn es ein Syndikat wäre, müssten wir das eigentlich mitbekommen. Das ist komisch, wieso sind wir hier und wir haben noch kein einziges... Wir haben noch... Eigentlich müssten wir die anderen Lager auch finden. Eigentlich. Ja, schon irgendwie. Das ist nicht gut. Dann werden wir es nochmal extra suchen, wenn wir quasi wieder zurückkommen. Und da liegt jemand, ich kann bloß gerade nicht hin, weil ich gerade am Hacken bin. Hilfe, Todesbube. Wo stratschen du? ETF, wo bist du? Vielleicht sucht er noch. Ich suche ihn einfach mal und ihr macht das. Nee, Tor. Vergesst, geht weiter. Ich belebe mich so wieder. Ja, wir lassen eigentlich niemanden zurück. Eigentlich lassen wir wirklich niemanden zurück. Das ist eigentlich mehr oder weniger... Aber das bei dir machen wir mal eine aus. Das ist mehr oder weniger Credo. Creed? Ja, nein, nicht so ein Creed. Einfach nur ganz normal. Ein Creeper. Nein, wir sind hier nicht bei Minecraft. Wolltest du da nicht irgendwie auch mal was dazu machen? Ja, wollten wir da nicht mal was dazu machen? Was für wir, Alter? Ja, die Map. Von mir das ging das nicht aus, das ging von dir aus. Was, die Map, die wir die meine Idee war und die wir gebaut haben, bis zu einem gewissen Punkt. Ja, wo wir jetzt eigentlich mal weitermachen sollten. Ja klar, ich habe auch jeden Tag Zeit, sowas zu machen. Ja, mit deinen Arbeitskollegen. Nein, habe ich... Oh, nein. Der Kerl macht mich wahnsinnig. Gruß an seine Arbeitskollegen. Wo er ja unbedingt will, dass ich diesen Kanal drunter verbreite. Ich hab's ihnen gezeigt und einer von uns hat uns wirklich abonniert. Ich weiß nur nicht, ob er das wirklich sieht. Also schon an dieser Stelle ein Gruß an dich, ne? So, aber das habt ihr ja, glaube ich, schon gesehen bei unserem Event Torbruch. Nein. Oh, da gibt's gleich mal einen Hotfix hier, wunderbar. With Novas was? Anti-Matter Drop mit, wenn der ungerankt ist, der Antimaterie-Tropfen, dann konnte man ihn nicht kontrollieren. Lol. Oh, die zwei kennen wir ja noch. Gibt's hier auf der Seite den Schrank auch? Nein, den gibt's hier nicht. Hier kann man schon mal richtig schön sehen, was die Soma so alles drauf hat. Ich halte zwar ein halbes Magazin da drauf, aber die stirbt noch nicht. Aber es liegt nur daran, dass sie noch nicht gescheit gemoddet ist. Aua. Wo ist die denn jetzt hin? Dreh dich um, du Schlammperl. Okay, die eine ist schon mal weg. Jetzt fehlt noch die andere. Eigentlich, dass ich die damals schon gescannt habe. Hat zufällig irgendjemand irgendwas, damit man die ein bisschen mal einfrieren kann? Nein. Du bist Feuer, du frierst nicht. Entwaffen kann man die aber auch nicht, oder? Hat das mal jemand probiert? Ich hab's versucht. Schade. Naja, egal. Ihr wisst ja sicherlich, dass... Was zur Hölle? Hat da jemand Well of Life drauf gemacht? Ja. Ist aber nicht so schön, das weißt du. Was ist mit den Dojo-Ressourcen? Ah, na also, jetzt haben wir es geschafft. So, dann nehme ich mal den Key mit. Jetzt habe ich hier einen Void-Key in der Hand. Wunderbar. Damit werden wir jetzt das Portal zerstören und dann das Hotfix abwarten. Beziehungsweise, wenn diese Mission vorbei ist, gucken wir mal, wie weit wir gerade sind. Beziehungsweise, da wird dann nochmal ein Schnitt sein. Und nach diesem Schnitt gucken wir mal, wie es passt. Und wenn es genug ist, dann soll es auch für heute gewesen sein, denn es ist teilweise schon spät und wir müssen alle morgen wieder arbeiten. Cool. Aber jetzt erstmal durch das Brotal entkommen. Brotal. Warte, da steht echt Brotal. Ja, da steht echt Brotal. In Englisch passt. Nein, Portal wird in Englischen auch nicht Brotal geschrieben. Ja, aber im englischen Launcher steht Portal. Ja, mein Gott, da hat halt mal wieder jemand gefailt. Was ist mit den... Okay, ich bin irgendwie gerade aus dem Spiel rausgeflogen, weil meine Grafikkarte neuen Treiber hat. Tun wir noch nach den Lager. Ist das nicht wunderbar?
Hatte ich eigentlich vor, aber ich glaube, wir finden sie jetzt sowieso nicht mehr. Ja, mein Gott, wir haben ja noch ein paar andere Keys, wo wir das finden können. Ich habe ja noch ein paar Keys von Sabotage. Ah, verdammt, da bin ich jetzt zu weit geflogen. Auf jeden Fall wollen wir jetzt erstmal kurz einen Schnitt machen, Schrägstrich die Episode beenden, je nachdem, wie es von der Zeit her aussieht. Jawohl, ich verabschiede mich auch recht herzlich von euch. Und Ich mich auch. dann sehen wir uns im nächsten Part, der jetzt entweder, ich denke mal, es wird ein Zusammenspiel aus Mesa und Nova Prime sein, den wir bis dahin natürlich haben werden, beziehungsweise ich, weil ich werde ihn ja natürlich wieder zeigen, wie es sonst auch immer der Fall ist. Und dann zeigen wir euch noch die Hubs und was sonst noch alles war, während Nein. wir nicht aufnehmen konnten. Dir geht's auch noch ganz gut? Nein. Den Lob Schade. vor allem, Alter. Naja, okay, das soll's gewesen sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss.